Identitätsbildung als auch anhand einiger politischer Handlungsfelder. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit sollten wir die Möglichkeit, Fragestellungen, Nachfragen zu stellen, jetzt einräumen. Es gibt auch keinen Zwang zur Fragestellung. Wir haben ja noch den Helmut Kramer, der noch einige Aspekte einbringen kann. Sie können ja sich unterdessen überlegen, ob Sie noch Fragen dann haben. Ich werde dann anschließend nochmal fragen, ob es Fragen gibt. Helmut, wie war das in der Gründungsphase des Corso? Und wie funktioniert das Säkulare Forum Hamburg, das ja keine Corso-Untergliederung ist? Wir haben keine Regionalgliederungen, es ist ja sozusagen eine Koordinationsgelegenheit auf Bundesebene der Corso, aber die Organisationen arbeiten eben auch vor Ort zusammen. Wie funktioniert so etwas? Ja, ich war von Anfang an dabei und deshalb habe ich auch den Auftrag bekommen, über den Anfang zu reden. Es hat angefangen mit der politischen Wende. Die Mauer wurde hier eingerissen und auf einmal bekam man die Möglichkeit, mit säkularen Persönlichkeiten aus der ehemaligen DDR zu reden. Das haben wir gemacht und das beruhte zunächst mal auf persönlichen Kontakt, die man hatte. Denn offizielle Kontakte gab es nicht. Und das ist aber sehr schnell angelaufen. Es haben sich also doch ziemlich schnell Gruppen gefunden, die miteinander reden, die sich gegenseitig besucht haben. Und da stellten wir fest, dass es im Westen eine ganze Reihe von Verbänden gibt, zum Teil mit sehr langer Tradition, du hast es gesagt, aus dem 19. Jahrhundert, die aber eigentlich nebeneinander herarbeiteten und sich höchstens auch privat mal kannten. Aber offiziell gab es keinen. Und das war die babylonische Sprachverwirrung. Wenn man mal anguckt, was heute alles für Begriffe außer säkular genannt worden sind, dann kann man schon sehen, jeder hat das, was er meint, ganz anders bezeichnet, traditionell. Es gibt also ganz viele verschiedene Ausdrücke. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen, die stehen ja überall und die sind ja auch heute schon ganz viele. Und man hat gemeint, wegen der vielen verschiedenen Wörter für dieselbe Sache könne man eigentlich nicht zusammenarbeiten. Denn jeder nennt das ja anders. Und dass wir überhaupt zusammenarbeiten, ist uns gelungen deshalb, weil wir das Wort säkular eingeführt haben. Wir waren froh, dass das noch niemand in seinem Programm hatte, säkular. Aber es hat sich herausgestellt, und da habe ich wesentlich mitgewirkt, an den einzelnen Satzungen nachzuweisen, dass es eigentlich alles säkular ist. Aha, da war großes Staunen. Das ist ja alles säkular. Und nachdem das gelungen war, und das war dann schließlich 2001, da hat man gesagt, ja, wir können ja unter dem Dach säkular, können wir was anfangen. Aber trotzdem war die Angst, jetzt hat vielleicht der eine mehr zu sagen als der andere. Also der Platzhirsch war sofort da und hat aufgepasst, dass ihm nichts abgeschnitten wird. Und deshalb hat es von 2001 bis 2008 hat es eine Sichtungskommission erstmal gegeben. Da durfte man hingehen, weil man nichts zu sagen hatte, aber man durfte sichten. Und das wurde immer wieder bestätigt, aber zu sagen haben wir nichts. Ne? Okay, aber immerhin aus der Sichtung und aus der Besichtigung des anderen sind auch persönliche Vertrauensverhältnisse entstanden, sodass man gesagt hat, wir könnten doch ein Verband daraus machen. Und das ist dann, ich glaube 2008, ne, war das so, das ist der Corso 2008 gegründet worden, weiß ich gar nicht, aber ungefähr in der Zeit. Also man kann sehen, den Corso gibt es noch gar nicht lange, insofern haben wir noch vieles vor uns, wir sind eigentlich ganz am Anfang, aber die Verbände und die Ideen, die dahinstecken, sind uralt. Das ist die Diskrepanz erstmal. Insofern haben wir aber die Chance, da weiterzukommen. Ja, und wie nun so eine Zusammenarbeit aussieht, das ist bundesweit schwierig. Deutschland heißt ja Corso Deutschland, also bundesweit. Und die Bundesrepublik ist breit und groß und da ist das etwas schwierig. Einfacher
ist es, was Hamburg gemacht hat, dass die Korso-Verbände, die im Korso waren, einfach gesagt haben, in Hamburg gründen wir jetzt eine eigene Organisation in Hamburg. Das hat sozusagen keine Konflikte gebracht mit dem Bundeskorso. Die Hamburger müssen nicht erst nachfragen, dürfen wir das veröffentlichen, was sagt der Bundeskorso dazu, das können wir nun allein. Aber es hat sich herausgestellt, wenn wir konkrete Aufgaben haben, dass diese Verbände sehr gut und intensiv zusammenarbeiten. Also es sind im Wesentlichen die Korso-Verbände und wir nennen uns Säkulares Forum Hamburg. Und wir machen ganz kulturpolitische Aufgaben in Hamburg, zum Beispiel den Regelunterricht, den Sie erwähnt haben, und viele andere Sachen auch, dann an konkreten Beispielen. Und da zeigt sich, dass die Übereinstimmung doch noch viel größer ist, als wir das so im allgemeinen breiten Konsens machen. Am konkreten Beispiel zeigt sich, dass wir zusammenarbeiten können. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass wir weiterkommen. Ja, danke für diesen Einblick in die Zusammenarbeit.